Alles gut, Herr Rappel. Ja, grüß dich. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich. Ja, gern mache ich das, gell? Sehr ja. Gut, schon, wenn es mir weiterbringt, gell? Und danke. Sind wir in Heiner? Ja. Von wo haben Sie früher die Lebensmittel hergekriegt? Die Lebensmittel sind immer von der ADEC gekommen. Das hat früher geheißen Einkaufsgenossenschaft der Kaufleute. Mhm. Und wurde angeliefert über die Eisenbahn. Da hat es keine Zulieferung gegeben bei Haus. Und vom Bahnhof herauf wurde durch Frechterei Schlömmicher mit Pferdfuhrwerk die Lebensmittel angeführt. Was hat sich am Kaufverhalten der Leute verändert? Da hat sich sehr viel verändert. So etwas wie heute hat es nie gegeben. Da wurden die Hausfrauen, die kamen mit einem Körbel oder mit einer Tasche und wurden nur klein eingekauft. Also die normalen Lebensmittel wurden nicht im Großen gekauft, sondern nur im Kleinen. Kilo Zucker, Kilo Mehl und solche Sachen. Und das musste alles eingewogen werden. Da hat es früher keine Verpackung gegeben, so wie heute, sondern da wurden sämtliche Lebensmittel, alles was waren Lebensmittel, wurde offen angeliefert in Säcken und wurde von dort heraus im Geschäft eingewogen und verkauft. Aber zum Großteil diese Einkaufsqualitäten, die es heute gibt, waren damals nicht. In unserem Geschäft wurde alles verkauft. Von Petroleum über Schusterwerkzeug, über Zensen, über Bauernwerkzeug, über Sargtücher, die man in den Sarg hineinlegt. Also bei uns hat es alles gegeben. Über Munition und sämtliche Waren, die im Leben gebraucht wurden, wurden hier gekauft. Und das größte Einkaufen war immer am Samstag, da war immer Samstag offen. Samstagnachmittag hat es uns gegeben, da wurde nie zugesperrt. Und am Sonntagvormittag, am Samstagnachmittag kamen die Holzknechte hauptsächlich zum Einkauf und am Sonntagvormittag kamen die Bauern. Da war der Kirchgang und der Geschäftsgang war immer da. Die gingen zuerst in die Kirche und dann kamen die Bauern herein oder die Bäuerinnen und kauften hier Größe ein. Da wurden quasi 10 Kilo Zucker gekauft und wie es früher auch war, die Leute, die sonst normal einkaufen gehen, wie heute, da gab es die offene Butter. Da wurde die Butter in 5 Kilo Blöcken von der Molkerei geholt und wurde die Butter hier verkauft, offen. Genauso wie die Wurst, die wurde nicht angeliefert, sondern ebenfalls über die Eisenbahn mit dem Frechter zu uns nach Gröbling gebracht. Was haben die Leute früher anders einkauft als heutzutage? Also eingekauft wurde praktisch genau das Gleiche, weil die Lebensmittel haben sich überhaupt nicht geändert. Es war nur, dass Obst und Gemüse im Geschäft wenig verkauft wurden, da keine Möglichkeit war, eine Anlieferung. Aber ansonsten wurde ja überhaupt alles, was es gegeben hat, in diesem Geschäft verkauft. Sei es von Toilettartikeln angefangen, über Waschmittel, über Körperpflege, über Haarwaschmittel. Dann hat es auch gegeben den sogenannten Balsam. Wir waren ja auch eine Drogerie. Da wurde zum Beispiel Rostfluid, was man heute ja kaum mehr kennt, Rostfluid verkauft, für die Bauern, für die Pferde, für die Bremsen. Und das wurde alles eingekauft. Und früher wurde auch vieles gekauft, zum Beispiel die ganzen Teesorten, was es heute in Unmengen gibt. Da hat es quasi 5, 6 Sorten Tee gegeben, sind fürs leibliche Wohl waren. Und sehr viel wurde auch Alkohol gekauft. Und zwar Alkohol in der Form, dass er Rum verkauft wurde. Und der Rum wurde selbst hier im Geschäft erzeugt, das hat mein Vater noch gemacht. Da wurden 100 Liter Fässer Rum selbst erzeugt. Die blieben dann ein halbes Jahr im Eichenfass und wurden dann offen weiterverkauft. Und sonst ist das Einkaufsverhältnis, ja, wenn man sagen kann, so lästig wie heute, waren die Leute damals nicht. Die waren zufrieden, was sie bekommen haben und gingen auch zufrieden aus dem Geschäft wieder hinaus. Und da hat es einen Grüß Gott gegeben und ein Wiedersehen und alles Gute. Und man hat ja kaum mehr gehört. Haben die Leute auch früher auf Qualität geschaut? Ja, die Leute haben immer auf Qualität geschaut. Nur solche Qualitätskontrollen, wie es heute gibt, die ja zum Beispiel an einen Irrsinn grenzt, hat es überhaupt nicht gegeben. Denn da hat es auch in unserem Geschäft getan. Wir sind jetzt seit 1836 an dem Standort, aber da hat zum Beispiel nie faule Sachen gegeben. Oder solche Sachen, die heute in den Lebensmitteln enthalten sind, was es im Großteil sehr giftig sind. Das hat es damals nicht gegeben. Was alles Naturprodukte, da hat es nicht anders gegeben. Zum Beispiel die Kartoffeln wurden vom Domerhof angeliefert. Das Obst, die Äpfel wurden vom Heigerhof angeliefert. Und so war die Qualität gegeben, dass das meiste hier aus dem
Ort, also aus der Bauernschaft Gröbming, hier angeliefert wurden und auch hier verkauft wurden. Das ist ja das Gleiche mit der Butter. Die Butter ist nicht aus Steinach gekommen, sondern die wurde draußen in der Molkerei in 5-Kilo-Blöcken erzeugt und so verkauft. Ansonsten an der Qualität war immer alles gut. Das Einzige, was schwierig war, immer mit dem Obst. Also Obst konnte nur verkauft werden, wenn es direkt frisch war und wenn es direkt frisch vom Bahnhof heraufgekommen ist. Marillen, Kirschen und solche Sachen hat es kaum gegeben, geschweige denn von Trauben oder Bananen. Ich kann mich nur erinnern, im Jahre 30, da sind wir in die Kirche gegangen zur Auferstehung, da war die Auferstehung früher rund und es war eine Prozession und da haben wir vor der Auferstehung eine Banane bekommen. Das war eine Sensation, dass wir Kinder, mein Bruder und ich, plötzlich mit einer Banane da gestanden sind. Welche Lebensmittel werden vorwiegend bei besonderen Anlässen gekauft? Bei besonderen Anlässen, da gibt es Spezialitäten in der Delikatessenabteilung. Da hat es nicht nur einen Schinken gegeben, sondern was hier fünf, also bei heuer, in der heutigen Zeit, 5, 6 Sorten Schinken und das ist zu wenig, da wird immer noch was anderes verlangt. Oder Wurstsorten, da sind 20, 30, 40 Wurstsorten bei besonderen Anlässen, Weihnachten, Ostern und so weiter. Genauso wie an Süßigkeiten. Früher hat man sich ein Tafel Schokolade von den Benzdorf um 10 Groschen gekauft. Und heute ist es so, dass die Auswahl bei verschiedenen Anlässen, Bonbonieren, große Bonbonieren, alles möglich ist. Und auch die Alkoholiker. Heute wird kaum mehr eine Flasche Wein gekauft, sondern heute muss es ein Sekt. Früher hat es überhaupt keine Sekt im Geschäft gegeben, denn es war ein ausgesprochener Luxus. Früher war halt Tee mit Rum oder Tee mit Schnaps. Das waren so die Hauptgetränke bei den verschiedenen Anlässen, die die Leute hauptsächlich bei den Bauern draußen getrunken haben. Aber so wie heute, dass so ein großer Luxus getrieben wird, mit diesen Einheiten, die es gibt an Wein und Spezialitäten, ist ganz unmöglich, dass es sowas gegeben hätte, weil die Leute viel zu arm waren. Waren früher alle Lebensmittel, die Sie angeboten haben, ständig vorhanden? Die waren immer ständig vorhanden. Denn die Lieferungen von der Einkaufsgenossenschaft, die waren möglich täglich. Nur das Ganze war, dass der Frechter ab und zu, das war ein berühmter Gröbminger, der Schlemmicher Ludwig, der war irgendwie ein bisschen toll, dass er am nächsten Tag nicht fahren können. Und da haben wir dann warten müssen, dass er am nächsten Tag wieder munter war und frisch war, nicht mehr alkoholisiert. Dann ist er wieder am Bahnhof gefahren und hat die Waren heraufgeholt. Aber alle Lebensmittel, was Grundlebensmittel waren, die waren immer vorhanden. Da hat es nie einen Aufenthalt gegeben an den Lieferungen, sondern es war ein ständiges Lager. Früher war auch das Lager wesentlich größer als heute, denn heute wird ja prompt jeden Tag praktisch Lebensmittel angeliefert. So war das früher. Waren Sie früher auch außer Haus essen? Nein, das hat es überhaupt nicht gegeben. Also essen mit einer Familie gehen oder zu zweit, in ein Gasthaus gehen und essen, das hat es nie gegeben. Wenn man ins Gasthaus gegangen ist, dann ist man am Nachmittag zu einem kleinen Bier gegangen, so wie es früher war. Da waren die Gröbminger Bürger, die waren beim Schlömmich immer am Sonntagnachmittag. Aber unter der Woche, da hat es überhaupt nie einen Gasthausbesuch gegeben, außer von Angestellten, die leichte Zeit gehabt haben. Die sind am Abend ins Wirtshaus gegangen, zum Beispiel zum Angermeier oder zum Weißen. Da sind sie zusammengekommen, aber die Bauern und die Bürger, die sind nur am Sonntag ins Wirtshaus gegangen. Aber gegessen wurde im Gasthaus, also Mittagessen oder Abendessen, hat es früher überhaupt nicht gegeben.